würde aufrufen die erste Aktuelle Stunde, das ist der Tagesordnungspunkt 80, eine Aktuelle Stunde von Bündnis 90 Die Grünen, Power to Liquid Pioneer-Anlagen entstehen in Hessen, wichtiger Erfolg für den Klimaschutz im Verkehrssektor, Drucksache 204954. Beginnt der Kollege Hofmann von den Grünen. Bitte sehr, hast das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, keine Frage, Reisen bildet. Flugreisen bringen die Menschen aus unterschiedlichsten Kontinenten zusammen. Das Kennenlernen anderer Menschen und Länder macht weltoffen und durch den globalen Flugverkehr ist die Welt zusammengerückt wie nie zuvor. Aber Flugreisen haben auf der anderen Seite riesige Klimaauswirkungen. Ein Flug von Frankfurt nach New York verursacht 2 Tonnen CO2. Das ist so viel, wie jeder Mensch jährlich zur Verfügung hat, wenn wir die globalen Klimaziele erreichen wollen. Der Klimawandel macht keine Pause. Auch wenn das Flugaufkommen im letzten Jahr Corona-bedingt massiv eingebrochen ist, mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten für die Unternehmen. Wir können davon ausgehen, dass Flugverkehr auch weiterhin für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sein wird. Es müssen schnellstmöglich Lösungen und Alternativen entwickelt werden. Deshalb ist es wichtig, dass in der Luftverkehrsbranche nach Alternativen zum Kerosin als Antrieb für Flugzeuge geforscht wird. Hessen als größter Flughafenstandort muss hier eine führende Rolle einnehmen. Und dafür wurden Grundlagen gelegt. Anfang letzten Jahres hat der Wirtschaftsminister dazu das Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Lärmschutz im Luftverkehr gegründet. Ich merke, es ist noch früh, alle sind noch frisch und frei und super. Hierüber werden Forschungs- und Pilotprojekte unterstützt, die alternativen Kraftstoffe für den Luftverkehr etablieren sollen. Denn synthetisches Kerosin kann die Lösung sein, um Fliegen in Zukunft wesentlich klimafreundlicher zu machen. Hierzu bedarf es Forschung, Innovation und Technologieentwicklung. Die Herstellung von PTL ist energieintensiv und alles andere als einfach. Dafür braucht es ein starkes Netzwerk aus Wissenschaft, Industrie, Umweltseite und Politik. Und das haben wir hier in Hessen. Die jetzt angekündigte Ansiedlung von Ineratec und Cafenia und die Planung für Pilotanlagen bestätigen unseren Standortvorteil. Im Industriepark Höchst existiert schon jetzt ein Netzwerk im Bereich Wasserstoff- und Brennstofftechnologie. Die Chemieindustrie ist dabei ein wichtiger Partner in einer Prozesskette zur Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen. Und das Kompetenzzentrum leistet einen wichtigen Beitrag bei der Vernetzung aller Akteure. Und wir arbeiten daran, dass sich diese Expertise weiterhin hier bei uns entwickelt. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass in Hessen ein Wasserstoffzentrum entsteht. Hessen soll Vorreiter in Sachen Wasserstofftechnologie und PTL werden. Und noch etwas ist wichtig. Wir müssen natürlich zeitnah von der Forschung in die Anwendung kommen. Deshalb ist die Nähe zu den Luftfahrtunternehmen ja auch so wichtig. Klar ist auch, die reine Auswechslung des Kraftstoffes darf nicht alles sein. Synthetische Kraftstoffe sind nicht die Lösung für alles, wie die Freien Demokraten das gerne versuchen, weiß zu machen. Die Herstellung ist sehr aufwendig und energieintensiv. Und natürlich brauchen wir dafür mehr erneuerbare Energien und keine weiteren Kohlekraftwerke. Und das sagen übrigens auch die beiden neuen Unternehmen als größte Herausforderung. Wir brauchen in Deutschland schnellstmöglich mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Und dazu gehört bei uns in Hessen natürlich auch der Bau von Windkraftanlagen. Und dafür,
Und dafür, meine Damen und Herren, müssen sich die Freien Demokraten dann genauso stark machen wie für den Wasserstoff. Neben dem Wechsel des Kraftstoffes ist aber auch eine grundsätzliche Verkehrswende notwendig. Die Politik muss dafür die richtigen Rahmenbedingungen setzen, z. B. durch einen CO2-Preis mit Lenkungswirkung. Wir müssen weiterhin dafür werben, dass Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden. Der CO2-Preis ist übrigens auch relevant für synthetische Kraftstoffe, damit PTL wirtschaftlich eine Chance hat, muss für die Zukunft nicht nur die Entwicklung massentauglich werden, sondern auch der CO2-Preis dafür sorgen, dass der neue Kraftstoff wettbewerbsfähig ist. Weitere Forschung ist dafür erst einmal die Voraussetzung. Und da sind wir in Hessen vorne mit dabei. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Kommt zum Schluss, vielen Dank. Mit dem Kompetenzzentrum, mit dem Netzwerk der Unternehmen und hoffentlich auch bald mit dem Wasserstofftechnologiezentrum Hessen ist gut aufgestellt. Die Landesenergieagentur, das Land und die Partner aus Industrie und Forschung arbeiten gemeinsam daran, dass Fliegen zukünftig weniger klimaschädlich wird. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Andreas Lichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Power-to-Liquid-Anlagen entstehen in Hessen. Das kann man gut finden. Das muss man auch nicht. Oder man muss es aber nicht, vor allen Dingen nicht, wenn sie mit etlichen Millionen aus Landesmitteln herbeisubventioniert werden. Und um zu bewerten, ob das sinnvoll ist, müssen wir das natürlich im übergeordneten Kontext begreifen. Und wir erinnern uns noch an die Debatte zur Wasserstoffgesellschaft, die die Freien Demokraten hier im November initiiert haben. Und auch da kam schon ganz klar heraus, es handelt sich zurzeit um einen Wasserstoff-Hype. Und in dieser an guten Nachrichten so armen Zeit ist es natürlich klar, dass die Regierenden die Erfolge regelrecht erzwingen müssen. Sie müssen ja schließlich etwas ins Schaufenster stellen können. Und um ein rotes Band irgendwo durchzuschneiden, besonders bei etwas so Zukunftsträchtigem wie Wasserstoff und PTL, da ist den Ministern natürlich kein Weg zu weit. Und vor allen Dingen, das Steuerzahlergeld sitzt locker, noch lockerer als sonst, denn wir haben ja jetzt die Sonderschulden. Und es geht schließlich um die Wumsifikation der Wirtschaftspolitik. Es ist ja schließlich auch Superwahljahr und überhaupt das Klima und so. Meine Damen und Herren, der Übergang zu einer wasserstoffbasierten Brenn- und Kraftstoffversorgung, der ist vor allen Dingen eines, eine dramatische Verteuerung dieser Endenergieformen. Ich habe Ihnen im November schon ausführlich dargelegt, dass auf Basis hochoffizieller Quellen die DENA ist ja bekannt nicht keine AfD-Filiale, dass wir uns auf Basis dieser Quellen mit einer Verteuerung um den Faktor 10 kümmern müssen. Faktor 10. Sowohl bei PTL-basierten Kraftstoffen für Fahrzeuge als auch bei der Gebäudeenergieversorgung auf Basis von Power-to-Gas-Methan und auch bei den PTL-Flugtreibstoffen, also synthetischem Kerosin, um das es ja hier heute geht. Natürlich sind Fortschritte in diesem Bereich zu erwarten. Wenn man nur genug investiert, natürlich passiert da auch was. Aber das sind im Prinzip relativ kleine Fortschritte, die dort zu erwarten sind. Das ist Technologie, die ist seit 150 Jahren im Einsatz. Da sind keine Quantensprünge mehr zu erwarten. Und selbst wenn eine Kostenreduzierung von 50% gelänge, was schon ziemlich ordentlich wäre, reden wir immer noch von einer Verteuerung um den Faktor 5. Das müssen Sie wissen. Und diese enorme Kostensteigerung, die wird natürlich vor allen Dingen die sozial Schwachen und den Mittelstand treffen. Individuelle Mobilität und Ferntourismus werden dann keine Massenphänomene mehr sein können, sondern nur noch ein teurer Luxus für die Besserverdiener. Wollen Sie das? Ich denke ja. Aber dann sagen Sie das auch und hören Sie auf, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Und
Leider sind es natürlich nicht die einzigen Schritte, die in die völlig falsche Richtung gehen. Auch das Thema Euro 7, die Drangsalierung des Verbrennungsmotors, politisch motiviert, haben wir hier schon thematisiert. Und das ist natürlich nicht nur sozialpolitisch eine Grausamkeit, sondern auch wirtschaftspolitischer Selbstmord. Dabei sind doch Neufahrzeuge unstrittig Teil der Lösung und nicht das Problem. Die eklatante Verteuerung von Neufahrzeugen verzögert aber automatisch die Flottenerneuerung. Und das bedeutet, sie ist auch umweltpolitisch kontraproduktiv. Das müssen Sie doch sehen, wenn Ihnen wirklich die Umwelt am Herzen liegt. Und Herr Hoffmann, Sie haben uns ja netterweise die Geschichte von Kodak erspart. Ja, das kommt ja sonst sehr gerne, wenn es um das Thema Verbrennungsmotoren geht. Ja, aber wann genau hat der Staat denn die Photochemie derart drangsaliert? Wann genau wurden Milliarden Steuerzahlergeld in die Digitalfotografie investiert? Das vergessen Sie dann leider immer zu erwähnen. Die Grünen als Partei der besser Subventionierten sind sowieso die institutionalisierte Doppelmoral. Ihre Verzichtsethik und zurück auf die Bäumeökologie, die gilt ja sowieso immer nur für die anderen. Und dieser Wasserstoffhype, das ist eine Gehhilfe für die humpelnde und taumelnde Energiewende. In diesem Jahr wäre die EEG-Umlage um beinahe 50% explodiert, wenn die Bundesregierung nicht die Reißleine gezogen hätte. Der Wasserstoff lindert diese Kostenexplosion nicht, sondern er verschärft sie weiter. Und wenn Sie sagen, Unternehmen fordern mehr erneuerbaren Strom, dann sollten Sie vielleicht auch mal auf die Familienunternehmer hören. Die haben nämlich eine Umfrage durchgeführt, und ein sehr, sehr hoher Anteil dieser Unternehmen muss investieren, um mit der schlechten Qualität des Stroms im Stromnetz klarzukommen. Auch das treibt die Kosten für die Bürger und Verbraucher, und das haben Sie zu verantworten. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lietschert. Jetzt hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben ja heute Morgen etwas Besonderes, zumindest in dieser Legislaturperiode. Die Grünen machen mal eine Initiative oder bringen eine Initiative hier zur Diskussion zum Klimaschutz und zur Energiewende. Das ist ja eine Seltenheit geworden bei den Grünen. Wenn wir oder andere Fraktionen das nicht machen, dann wird das Thema hier überhaupt nicht mehr besprochen. Man könnte sich auch mal die Frage stellen, warum eigentlich? Und dann schaut man mal in die energiepolitische Bilanz dieser Landesregierung. Und dann versteht man, warum die Grünen am liebsten überhaupt nicht mehr über Klimaschutz reden und über Energiepolitik, weil die ist desaströs. Und wenn Sie mal darüber reden, dann schmücken Sie sich noch mit fremden Federn. Und das meiste, was Sie dazu beitragen, ist vielleicht noch einmal einen kleinen Zuschuss, den Sie meistens über Berlin oder die EU refinanzieren. Also das sind Themen, die sind wirklich sehr traurig. Und dass Sie sich gerade den Frankfurter Flughafen, den Sie mit Feuer und Schwert bekämpft haben, wo Sie heute noch unzufrieden sind, dass er jemals ausgebaut worden ist, dass Sie das auch noch hier als das Leuchtturmprojekt der Energiewende in Hessen darstellen zu wollen, das ist schon an Selbstironie nicht mehr zu überbieten, sehr geehrte Damen und Herren. Erstens wissen Sie ja, dass der Großteil des Luftverkehrs im Zertifikatehandel längst in Brüssel verortet ist und damit schon in den Bereich des Klimaschutzes mit eingebunden ist, so wie das ja von den meisten Fachleuten auch gefordert worden ist. Und natürlich wissen wir auch, dass, wenn der Flugverkehr weitergehen soll, dass wir massiv investieren müssen in den Bereich. Was Sie hier tun, ist Placebo, Symbol, viel zu langsam, viel zu spät. Und wenn ich darauf hinweisen darf, dass Sie heute jetzt hier vortragen können zu der Frage der E-Fuels, ohne mal festzustellen, dass Hessen keine Wasserstoffstrategie hat, ist schon eine Armut an sich, sehr geehrte Damen und Herren. Aber Sie geben mir die Möglichkeit, einmal über Ihre Klimaschutzpolitik zu sprechen. In der Vorgängerregierung Schwarz-Gelb hat Hessen 4,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart. 4,7 Millionen Tonnen in einer Legislaturperiode eingespart.
seit Sie regieren, oder sagen wir mal in den letzten 5 Jahren, in den letzten 5 Jahren, Herr Al-Wazir, Sie wissen es genau, weil es ja im Energiebericht des Landes Hessens nachzulesen ist, also es sind Ihre Zahlen, nicht meine Zahlen, haben wir 400.000 Tonnen CO2-Ausstoß heute mehr als 2014. Mehr, 400.000 Tonnen CO2-Ausstoß mehr, Herr Al-Wazir. Und Sie müssen sich mal darüber im Klaren sein, dass Ihre Politik überhaupt nicht wirkt bei dem Thema Klimaschutz. Und dann, möchte ich Ihnen 2 Hinweise geben, woran das liegen könnte. Meiner Auffassung nach liegt diese unfassbare Fixierung auf Windkraftanlagen in Hessen. Diese unfassbare Fixierung, die immerhin dazu beigetragen hat, dass wir heute 1,7% des Endenergieverbrauchs in Hessen durch Windenergie sicherstellen können. 1,7%, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt sind wahrscheinlich wieder die Bürger schuld, im Zweifel noch die FDP, dass es geklappt hat. Selbst wenn sie 5 Windräder mehr aufgestellt hätten, als sie in einem Jahr geschafft haben, das würde hier überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Und darum muss man sich auch mal gucken, was sind eigentlich die Initiativen des Klimaschutzes der Grünen hier in Hessen? Da erinnere ich mich noch an diesen Klimaschutzplan, den Sie uns hier verkauft haben, wo Sie uns erklärt haben, das ist die energiepolitische Wende in Hessen. Die Fakten sind eindeutig. Wir emittieren heute mehr CO2 als am Anfang Ihrer Regierungsübernahme. Und dieser 140 Maßnahmen umfassende Klimaschutzplan, da habe ich mal nachgefragt, ob Sie die Maßnahmen denn mit CO2-Einsparungen hinterlegen können. Sie können überhaupt nicht sagen, wie viel CO2 eingespart worden ist durch diesen Plan, weil eigentlich interessiert Sie es gar nicht, sondern es sind einfach nur Symbolmaßnahmen ohne Wirksamkeit, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben uns erklärt, dass dieser Klimaschutzplan, dass dort 70 Millionen Euro verausgabt worden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, davon ist der allergrößte Teil Ihr Wahlgeschenk-Jobticket. Das überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun hat, weil es einfach zu Maßnahmen führt, die wir Mitnahmeeffekten führt. Sie können bis heute nicht sagen, ob wir dadurch CO2 eingespart haben. Aber sicher war, dass es ein hervorragendes Wahlgeschenk war, sehr geehrte Ministerin. Das ist sicherlich erfolgreich gewesen. Mit Klimaschutz hatte das nichts zu tun, sehr geehrte Damen und Herren. Und das Perfide dabei ist, Sie haben ja dann das Jobticket noch in den Tarifvertrag geschrieben. Diese Klimaschutzmaßnahmen müssen ja dann auch noch die Mitarbeiter selbst bezahlen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist grüne Symbolpolitik. Sie lassen sich es gut gehen, Sie loben sich für eine Politik ohne Wirksamkeit und lassen die Veranstaltung noch andere Leute bezahlen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist grüner Klimaschutz. Und Kollege René Rock muss zum Schluss kommen. Also vielen Dank für die Aktuelle Stunde, dass Sie mal überhaupt wieder was zur Energiepolitik gesagt haben. Ich würde mir mal wünschen, Sie würden uns mal erklären, wie Sie die tollen Ziele, die Sie jeden Tag erklären, auch erreichen wollen, was Sie bis jetzt geleistet haben. Das macht deutlich, dass Sie eigentlich keine Vorstellung haben, wie Sie CO2 in Hessen einsparen wollen. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler. Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt viel darüber gehört, welche Chancen und Möglichkeiten die Power-to-Liquid-Technologie eröffnet. Und ja, das ist eine spannende Technologie, die grundsätzlich dabei helfen könnte, von fossilen Treibstoffen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die spannende Frage aber ist, kann sie das rechtzeitig? Weil zur Erinnerung, wir haben uns völkerrechtlich auf das 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. Um das möglicherweise überhaupt noch irgendwie zu erreichen, müssen die Treibhausemissionen jetzt und jedes Jahr bis 2030 um 7,6% sinken. Der Klimawandel ist nicht irgendein fernes Horrorszenario, er ist längst Realität, und das merken wir an den zunehmenden Bränden auf der Welt, an den Dürren, daran, dass die Monate immer heißer werden im Vergleich zu vorherigen Wetteraufzeichnungen. Und dabei ist es jetzt schon nicht absehbar, dass die Umstellung alleine des heutigen Strombedarfs auf 100% erneuerbare Energien bis dahin gelingt, wenn das im Schneckentempo so weitergeht.
Wenn zu diesem heutigen Strombedarf dann noch der Autoverkehr bei Batterieauto dazukommen soll und dann auch der Flugverkehr, dann ist leider absehbar, dass das nicht funktionieren wird, vor allem, dass es nicht mit erneuerbaren Energien funktionieren wird. Und ohne erneuerbare Energien ist diese Strategie keine Klimaschutzstrategie, meine Damen und Herren. Weil darauf kommt es an, dass wenn die synthetischen Kraftstoffe einen Nutzen fürs Klima haben sollen. Dafür muss das CO2 für die synthetischen Kohlenwasserstoffketten entweder aus der Luft oder aus Biomasse entnommen werden. Und vor allem muss der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Quellen kommen. Wenn hier fossile Quellen im Spiel sind, dann hilft das dem Klima nichts. Der hessische Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Jörg Cézanne, hat kürzlich die Bundesregierung befragt zum Thema befragt, und da kamen interessante Zahlen heraus. Um die in Deutschland im vergangenen Jahr getankten 10,2 Millionen Tonnen an fossilem Kerosin komplett mit synthetischen Alternativen zu ersetzen, sind nach Berechnung der Bundesregierung 270 Terawattstunden Strom notwendig. Das entspricht fast der Hälfte des gesamten jährlichen Stromverbrauchs pro Jahr. Das ist kurzfristig keine Alternative. Solange es schon heute nicht genug Ökostrom im Netz gibt, um den heutigen Strombedarf zu decken, kommt doch jede Kilowattstunde, die darüber hinaus generiert wird, zu 100% aus fossilen Energien. Und in einer fernen Zukunft, wenn wir irgendwann mal möglicherweise sauberen Strom im absoluten Überfluss haben, dann kann man auch überlegen, ihn im ganz großen Stil zu speichern. Dann ist auch nicht mehr so entscheidend, welche Verluste es dabei gibt, extra, zum Beispiel auch in der Power-to-Liquid oder Power-to-Gas-Technologie oder was auch immer. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Weder synthetische Kraftstoff für Verbrenner noch die Brennstoffzelle oder Batterieautos werden uns retten. Entscheidend für das Erreichen der Klimaziele ist, dass wir jetzt schnell und entschlossen umsteuern. Und das wird nicht gehen ohne grundlegende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen. Das wird nicht gehen, ohne Energie zu sparen, ohne den Verkehr zu reduzieren, nicht ohne Verkehrswende und Energiewende. Notwendig ist wirklich ein konsequenter Ausbau des ÖPNV, den ÖPNV attraktiv bezahlbar machen und auch den ländlichen Raum nicht abhängen. Das ist notwendig, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Notwendig ist es, Busse und Bahnen auszubauen statt Autobahnen, meine Damen und Herren. Es ist notwendig, den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Und natürlich ist es notwendig, den Flugverkehr zu reduzieren. Und da müssen wir natürlich, Sie haben das angesprochen, die Frage der Kurzstreckenflüge. Also, man muss nicht von Frankfurt nach Stuttgart fliegen. Kann man aber. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren es noch 7 Mal am Tag. Und solche Flugverbindungen müssen ersetzt werden. Wir brauchen eine klimafreundliche Art der Fortbewegung. Und dazu brauchen wir einen Ausbau der Bahn und des Schienensystems in Deutschland. Und das ist notwendig. Und das ist viel sinnvoller, als eine Ablenkungsdebatte darüber zu führen, wie man den Antriebstechnik austauschen kann. Weil das wird in diesem Fall kurzfristig überhaupt nicht möglich sein, meine Damen und Herren. Ja, es kann sein, dass die Power-to-Liquid-Technologie in der mittelfristigen Zukunft ein Baustein für die Treibstoffgewinnung ist. Und deshalb ist es gut, weiter in diesem Gebiet zu forschen. Aber es darf eben nicht als Feigenblatt dienen, um den Flugverkehr grün zu waschen und ansonsten eigentlich ein bisschen so weiterzumachen wie bisher und zu sagen, wir arbeiten ja an technologischen Lösungen. Wenn wir eben die Klimaziele erreichen wollen, dann brauchen wir den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, ohne gegen jedes Windrad zu kämpfen, auch mal an die Adresse der FDP, aber auch Teile der CDU. Wir brauchen eine Strategien zur Verkehrsvermeidung und eben zur umweltfreundlichen Verkehrswende. Und das, meine Damen und Herren, das will die CDU nicht. Und die Grünen, die scheuen den Konflikt mit den Klimasündern, mit der Industrie, und vor allem scheuen sie auch den Konflikt mit ihrem Koalitionspartner. Und deswegen wird die Debatte, die wir heute führen, die ist nicht völlig unwichtig, aber die wird uns nicht helfen bei dem Erreichen der Klimaziele. Dazu bräuchten wir andere Maßnahmen in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Niesler. Das Wort hat der Abg. Stefan Krüger, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir freuen uns, dass die GRÜNEN die Initiative ergriffen haben, heute Morgen mit uns über dieses Thema zu reden.
Es ist in der Tat schon gesagt worden, es ist ein spannendes Thema. PTL, Power to Liquid, ist ein Versuch, die Wasserstofftechnologie unmittelbar in die Ersetzung oder in die Sublimierung von bisher fossilen Kraftstoffen hineinzubringen. Aber es ist sehr energiereich. Und die Hinweise sind insofern auch schlagend. Also allein die Methanisierung von Wasserstoff, also das Hinzufügen von CO2, damit wir dann nachher Methan haben, allein dabei gehen bereits schon 20% der Energie, die in dem Wasserstoff enthalten sind, verloren. Und jetzt reden wir aber bei Flugbenzin natürlich über sehr langkettige Kohlenstoffketten. Und da haben wir jedes Mal wieder einen Energieverlust. Das heißt, die Vorstellung, man könne das gesamte jetzig verbrauchte Flugbenzin einfach ersetzen durch aus Wasserstoff gewonnenen aus Wasserstoff gewonnenes Flugbenzin, das ist völlig illusorisch. Das ist total naiv. Die Zahlen sind ja gerade schon genannt worden, weil wir dafür einen unfassbar hohen Energieverbrauch brauchten. Und da gibt es ja noch so Fantasten, die der Meinung sind, man könnte dann auch noch den Straßenverkehr mit Power-to-Liquid irgendwie ergänzen. Dann wird es völlig irrsinnig. Ja? Also denen empfehle ich immer, sie sollen sich mal mit den Hauptsätzen der Thermodynamik auseinandersetzen, weil wir einfach, also das ist einfach ineffizient. Das ist eine ineffiziente Nutzung dieser Energie. Die Energie und die Energie selber ist sehr, sehr kostbar. Also wir sehen ja, dass wollen Sie gerne nach vorne kommen und hier vorne reden? Können Sie gleich machen. Ja. Ich verstehe sowieso kein Wort, was Sie da durch den Masch genuscheln. Also insofern halten Sie doch einfach die Klappe. Ja. Kollege Grüger, bitte, halt die Klappe ist in Vorschausen zulässig, aber hier im höchsten Verfassungsorgan bitte nicht. Ne? Sei so lieb. Herr Präsident, vielen Dank für die Unterstützung und ich nehme das natürlich gern zurück. So, also, wie gesagt, die Frage ist damit aufgeworfen, es geht darum, wie wir grundsätzlich anders mit Energie umgehen und wie wir mit der sehr, sehr kostbaren Energie aus erneuerbaren Energien umgehen. Denn in Hessen geht das ja auch nicht so voran mit dem Ausbau der Windkraft zum Beispiel und der erneuerbaren Energien, wie wir uns das alle wünschen. Da gibt es erhebliche Probleme. Das haben wir an anderer Stelle hier schon häufig diskutiert. Das ist alles nicht so toll und es müsste natürlich viel, viel weiter vorangehen, damit wir irgendwie natürlich den entsprechenden Anteil erneuerbarer Energien hätten, den wir brauchen, um gerade solche Technologien weiter voranzubringen. Es geht also kein Weg daran vorbei. Wir müssen die Verkehrspolitik tatsächlich komplett neu denken. Deswegen haben wir auf Initiative der SPD und der Freien Demokraten gestern eine Enquetekommission hier ins Leben gerufen, um uns genau über solche Fragen auch zu unterhalten. Weil ohne diese Änderungen, die notwendig sind, werden wir da nicht vorankommen. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien, das ist richtig, aber wir brauchen natürlich auch andere Antriebstechniken im Flugzeugbereich. Weil, wie gesagt, die simple Ersetzung von fossilen Flugzeugbenzin durch jetzt regeneratives, das kann gar nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir auch Forschung in dem Bereich. Und diese Forschung findet im Augenblick auch in Deutschland statt, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, die sich um diese Themen kümmern. Und nur in der Verknüpfung mit dieser Forschung macht das Sinn, was wir hier in Hessen machen, nämlich also an dem Bereich Power-to-Liquid zu arbeiten, weil wir hier ein sehr, sehr komplexes Problem lösen müssen, das wir nicht mit einfachen Lösungen und mit einer simplen Ersetzungslösung hinbekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das verknüpfen, dass wir diese Forschungsansätze verknüpfen und nicht einfach nur punktuell an einigen Bereichen etwas machen, weil ohne andere Flugzeuge, ohne eine andere Verkehrspolitik, ohne eine andere Energiepolitik, die dazu führt, dass wir wirklich mehr erneuerbare Energien haben, werden wir diese Probleme nicht lösen. Und eine simple Ersetzungsstrategie, ich sage es noch einmal, damit sich jeder merken kann, eine simple Sublimierungsstrategie wird zum Scheitern verurteilt sein. Und ich hoffe, dass die Landesregierung sich dessen immer eingedenkt ist, gerade bei der Frage Power to Liquid. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Rüge. Das Wort hat der Abg. Michael Müller, CDU-Fraktion. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist richtig klasse heute Morgen. Ich habe nämlich ganz viel gelernt. Das Erste, was ich gelernt habe, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und ich bedanke mich bei allen Vorrednern außerhalb der Koalition, Sie haben alle aufgezeigt, warum es richtig ist, dass es Schwarz-Grün in Hessen gibt. Und warum haben Sie das aufgezeigt? Das muss man an der Stelle wirklich mal festhalten. Wir haben uns entschieden, ich nehme das zweite Mal vorweg. Das zweite, was ich erkannt habe, ist, dass Sozialdemokraten zurzeit ausgesprochen empfindlich sind. Das erste, was ich heute Morgen gehört habe, war der Geschäftsführer, der Parlamentarische, der hat so begonnen, wie er aufgehört hat, laut und schreiend. Und das zweite ist, der Kollege Grüger ist ein bisschen ausfällig. Das ist momentan anscheinend Stil. Aber sei es drum, müssen wir hinnehmen. Aber auch das habe ich gelernt. Aber zurück zu meiner ersten These. Wunderbar, es klappt alles, es klappt immer. Zurück zu meiner ersten These, verehrte Kolleginnen und Kollegen, warum das gut ist, dass es schwarz-grün ist. Weil wir zwei Dinge miteinander verknüpfen, die vielleicht augenscheinlich zunächst nicht zusammenpassen, aber eigentlich der Weg in die Zukunft sind. Wir beschäftigen uns nämlich mit den Dingen, die es für morgen gilt zu verwirklichen. Und wir schauen nicht nur immer zurück, sondern wir wissen, wir haben Ziele, ehrgeizige Ziele teilweise. Und eines dieser Ziele ist, dass für uns Klimaschutz nicht nur ein verbales Etwas ist, sondern wir uns darum kümmern wollen und dass wir die Dinge umsetzen wollen. Und das machen wir mit sicherlich manchmal unterschiedlichen Ansätzen, aber mit einem wichtigen Ziel. Wir wollen Veränderung und wir wollen vor allen Dingen dann die Wirtschaft und die Menschen mitnehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist eben, und deshalb finde ich die Aktuelle Stunde richtig gewählt, das ist nämlich ein Merkpunkt. Wir schaffen es in Hessen durch Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie und die Menschen, Dinge umzusetzen. Und deshalb ist Power to the Liquid und die Produktion an dieser Stelle etwas, worüber wir uns freuen können. Und das wollen wir doch auch mal sagen. Sie haben immer nur die Situation, dass Sie das alles immer schlecht finden und meckern und sonst irgendwas. Ich freue mich darüber, dass es in Hessen Wissenschaftler gibt, die sich hingesetzt haben, die Dinge umzusetzen, dass es Unternehmen gibt, die produzieren, und dass wir für unsere wichtige Luftfahrtindustrie, Möglichkeiten der Zukunftsfähigkeit schaffen. Und das ist Erfolg. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, da geht der Kollege Rock hierher und erzählt, wir haben 4,7 Millionen Tonnen eingespart. Und Sie haben in fünf Jahren, hat er gesagt, Herr Staatsminister, 400.000 mehr verbraucht. Was er dann freundlich verschweigt, ist, dass die Wirtschaftsleistung in dieser Zeit um 25% gestiegen ist. Gleiches mit dem Verkehr. Also effektiv, Herr Staatsminister, Gratulation, haben wir mehr eingespart, als Herr Rock sich vorstellen kann. Und lieber Herr Kollege Müller, also machst du nicht gut. Langsam, ich will das Mikrofon wieder anmachen. Ja. Danke, Herr Präsident. Verzeihung. Lieber Herr Kollege Rock, wissen Sie, wir brauchen doch momentan immer nur lesen, was Ihre Kollegen der FDP-Wirtschaftsministerien in den umliegenden Ländern machen. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Dann müssen Sie die Erklärung zu Wasserstoff vorlesen. Dann erzählen Sie denen das, was Sie uns hier erzählen. Und gucken Sie mal, ob Sie das umsetzen können, was Sie hier erzählen. Sie können das da auch nicht umsetzen. Möglicherweise nehmen sich Ihre eigenen Leute dann an dieser Stelle nicht ganz so ernst, wie Sie das gerne möchten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gab es vorhin den Satz, seit 150 Jahren ist eine ausgereifte Technologie, da ändert sich nichts mehr. Da brauchen wir uns nicht kümmern. So habe ich das vorhin ganz am Anfang, ich glaube, bei der zweiten Rede vernommen. Wissen Sie, deshalb ist es gut, dass Politik manchmal nicht Unternehmer ist. Denn Unternehmer verändern ständig, ununterbrochen Technik, Geräte, die ewig existieren, und verbessern sie. Das Telefon gibt es 150 Jahre. Wenn sich nichts ändern würde, es war eine ausgereifte Technik, Drahtverbindung, einwandfrei. Wahrscheinlich haben Sie die Kabeltrommel, Herr Lichert, heute noch hinter Ihrem Auto, damit Sie telefonieren können. Lange Rede, kurzer Sinn.
Technik verändert sich, und Politik muss die Möglichkeiten, aber auch den Anspruch erheben, in welche Richtung sie sich am besten verändern soll. Und das ist der Grund, warum Schwarz und Grün das Richtige tut, indem sie eine Voraussetzung definiert, ein Ziel beschreibt und dann sagt, macht. Und so muss es funktionieren. Politik muss Vorgaben machen, Politik muss Ziele setzen, und dann müssen wir es den Unternehmerinnen und Unternehmern lassen, diese Ziele auch erfolgreich umzusetzen. Und das ist mit Power to the Liquid in Hessen geschehen. Darauf sind wir stolz, darauf freuen wir uns, und wir freuen uns auch über die weiteren Entwicklungen in dieser Zukunft. Und deshalb machen wir auch weiter so. Vielen Dank für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Kollege Müller. Jetzt spricht der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kurzfristig betrachtet interessiert in Sachen Luftverkehr natürlich gegenwärtig viele, ob und vor allem wie der Luftverkehr nach dem Corona-Einbruch wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Das ist eine wichtige Frage, zweifellos. Treibt auch viele im Rhein-Main-Gebiet um, und zwar in alle Richtungen. Wir müssen aber auch, und das ist aus meiner Sicht auch Aufgabe von Politik, langfristig zu denken, über die Frage diskutieren, wie wir eigentlich den Luftverkehr, wenn verkehrlich keine Alternativen bestehen, und das gibt es in bestimmten Bereichen, wie wir den so klimaschonend wie möglich machen, weil die Klimakrise geht nicht in Quarantäne. Und deswegen ich will das an dieser Stelle einmal sagen. Der CO2-Ausstoß in den unterschiedlichen Sektoren verändert sich. Im Bereich der Stromerzeugung ist er deutlich im Rückgang. Da funktioniert das schon. Im Bereich Verkehr bisher noch nicht. Und natürlich ist es so, dass wir in Hessen hier eine Sondersituation haben, weil vom hessischen Energieverbrauch entfiel im Jahr 2019 auf den Luftverkehr ein Viertel. Das ist das einzige Land in Deutschland, bei dem das so ist. Und das liegt natürlich am Frankfurter Flughafen. Und wenn man sich insgesamt anschaut, wie ist der Anteil des Luftverkehrs, das ist ja ein globales Phänomen, an der Frage der weltweiten CO2-Emissionen, da sind wir ungefähr bei 3%. Nicht berücksichtigt die ebenfalls klimawirksamen Nicht-CO2-Effekte, die es im Luftverkehr gibt, Stichwort Kondensstreifen und Ähnliches. Das zeigt, dass im Unterschied zu anderen Verkehrsbereichen Klimaschutz im Luftverkehr schwieriger zu erreichen ist. Das ist einfach ein Fakt. Und natürlich gilt beim Luftverkehr wie in jedem anderen Bereich auch, übrigens beim Strom genauso, die 3E der Energiewende. Erstmal einsparen, zweitens effizienter sein und das dritte dann möglichst erneuerbar machen. Das gilt in allen Bereichen. Und deswegen, ja, wenn es geht, muss man Verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträger verlagern. Ausdrücklich richtig. Wir bauen unter anderem deshalb die ICE-Trassen aus und fördern das. Ja, dann, wenn es konkret wird, Herr Felstehausen, dann will ich Sie einmal sehen, wenn wir dann vor Ort ausbauen, auf welcher Seite die Linkspartei dann steht. Das will ich sehen. Aber gut. So. Zweitens. Effizienz ist übrigens ein Riesenthema, weil momentan gibt es eher zu viele alte Flugzeuge. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir trotzdem modernere, sparsamere, effizientere Flugzeuge ins System hineinbekommen. Und danach müssen wir uns überlegen, inwieweit wir den Rest möglichst erneuerbar decken können. Und das ist im Luftverkehr verdammt schwierig, weil die Elektrifizierung dort nicht funktioniert, weil das Gewicht so eine große Rolle spielt. Und deswegen sind wir in der Frage, wie man an dieser Stelle was Energiedichtes, Flüssiges, im Zweifel auch den Verbrennungsmotor, ist ja ganz klar, der wird im Luftverkehr sozusagen zuletzt ersetzt werden. Und genau da müssen wir rangehen, weil es wird weiter auch Mittel- und Langstreckenflüge geben, genauso wie es interkontinentale Schiffstransporte geben wird. Und da kannst du nicht nachladen, und da kannst du auch keine riesen Batterien mitschleppen im Flugzeug, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und genau deswegen sind wir dabei, genau diese Bereiche in Hessen zu fördern. Wir haben das im Koalitionsvertrag verankert. Wir haben das Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr vor einem Jahr
auf den Weg gebracht. Das sitzt im Holm, das ist angesiedelt bei der Hessen Trade and Invest. Und wir haben an dieser Stelle mitgearbeitet, Hessen für die Bundesländer, auch an der Roadmap Power to Liquid, die auf Bundesebene gerade auf den Weg gebracht wird. Und wir haben hier einen Standortvorteil, nämlich einerseits nicht nur den Verbraucher, Stichwort Flughafen, sondern auch beispielsweise im Industriepark Höchst mit der Logistikbranche genau die Voraussetzungen, die wir brauchen. Und deswegen freue ich mich darüber und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass es jetzt gelungen ist, die ersten beiden konkreten Projekte, wo man aus das, was im Labor funktioniert, dann eben Schritt für Schritt über Pilotanlagen etwas macht, was dann auch skalierbar nach oben ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das hier in Hessen sich jetzt angesiedelt hat. Und da liegt noch viel vor uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil einerseits ist das Ziel, was die Bundesregierung jetzt in dieser Roadmap definiert hat, dass man in 2030 2% des Kerosins aus solchen Bereichen vertanken kann, einerseits unfassbar wenig, wenn man sich überlegt, sozusagen, wie die Gesamtsumme ist, und andererseits auch schon ziemlich viel, weil wir nämlich momentan bei Null sind. Und das ist so ähnlich wie bei der Energiewende im Strombereich vor 20 Jahren des EEG. Da waren wir bei 5%. Das Ziel war, 10 Jahre später 12,5% zu erreichen. Und letztes Jahr waren wir an die 50%. Es kommt am Ende darauf an, den ersten Schritt zu tun und dann Schritt für Schritt und kontinuierlich weiterzuarbeiten. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Und deswegen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Man muss die Produktion funktionierbar zu sagen machen. Man muss aus den Labor- und Pilotanlagen am Ende etwas machen, was überall funktioniert. Wir brauchen eine Versorgungsinfrastruktur. Wir brauchen natürlich die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien, weil der Strom muss erneuerbar sein, sonst haben wir nichts gewonnen. Wir brauchen den regulatorischen Rahmen. Wir sind also am Anfang einer sehr weitreichenden Transformation. Aber wir haben Hessen gut aufgestellt, und wir werden daran arbeiten, das weiter auszubauen. Wir arbeiten, Sie motzen. Dass Sie motzen, ist schade, aber es wird uns nicht vom Arbeiten abhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr.